Mahlzeit. Mahlzeit und herzlich willkommen zu 10 Tipps und Clips. Heute geht's wie versprochen um Silver Lions. Nicht nur darum, Silver Lions zu verdienen, sondern auch wie und wo man sie einspart, um am Ende mehr zu haben. Legen wir los mit Tipp Nummer 1, Autoreparatur ausschalten. Einer der größten Geldbringer in dem Sinne ist es, die Autoreparatur auszuschalten. Fliegt die Flugzeuge, die ihr habt, bis sie kaputt sind. Die Flugzeuge werden über die Zeit kostenlos repariert. Wenn ihr das kaputte Flugzeug im Crew-Slot lasst, ist die Reparatur natürlich um ein Vielfaches schneller. Aber bei so großer Auswahl an Fliegern hat man genug Material, um Silver Lions zu farmen, ohne Reparaturkosten zu haben. Man kann auch den Munitionsnachkauf deaktivieren, aber Munition ist so günstig, dass das sich nicht wirklich lohnt. Tipp Nummer 2, freie Reparaturen aufbrauchen. Dieser Tipp baut auf dem ersten auf. Jedes Flugzeug im Forschungsbaum kommt direkt mit 10 kostenlosen Reparaturen. Es macht Sinn, diese aufzubrauchen, auch bei Fliegern, die ihr nicht so mögt. Auch das sind kostenlose Silver Lions, egal wie schlecht die Runde läuft. Premiumflieger kommen sogar mit 30 kostenlosen Reparaturen bei Erhalt. Nummer 3. Wagers. Wagers bzw. Wetteinsätze sind auch eine gute Option, eure Silver Lions Einkünfte aufzustocken. Hier ist es wirklich schwer, Minus zu machen. Wenn man 10.000 Silver Lions einsetzt, kann man, wenn man alle Stufen schafft, eine 500.000 Silver Lions machen. Aber selbst wenn man nur ein oder zwei Stufen schafft, was bei den meisten Aufgaben sehr leicht ist, macht man ein Vielfaches seines Einsatzes an Gewinn. Verlust ist, bis auf bei ein paar Pro-Wagers, eigentlich ausgeschlossen. Nummer 4. Orders. Die Orders oder Aufträge, oder Kampfaufträge, bekommt man genau wie die Wagers immer mal wieder beim Einloggen oder in verschiedenen Kisten. Diese könnt ihr dann während einer Runde starten. Wenn ihr die Bedingungen erfüllt vom Auftrag, dann bekommt ihr einen dicken Bonus dafür obendrauf. Nummer 5. Rang 3 spielen. Die meisten Aufgaben und Errungenschaften und Battle Pass Zeug etc. erfordert von euch mindestens Rang 3 zu spielen. Sucht euch einen Rang 3 Flieger aus, mit dem ihr gut zurechtkommt und der nicht allzu viel Reparaturkosten hat. Die Achievements sammeln sich dann ganz von selbst nebenher und spülen auch jedes Mal immer wieder Lions in euren Geldbeutel. Nummer 6. Attacker. Attacker-Flugzeuge sind meiner Meinung nach einer der effizientesten Wege, Silver Lions zu verdienen. Man startet in der Luft, mal von Rang 6 und 7 Fliegern abgesehen, und man ist ein ganzes Stück vor den Bombern und allen anderen. Kleine Bonus-Errungenschaften, wie zum Beispiel Erstschlag, sind dadurch dann leichter zu erreichen und geben auch jedes Mal zusätzliche Silver Lions. Also Rang 3 plus Attacker spielen, vorher einen Wetteinsatz für Bodenziele aktivieren in der Schlacht, einen Auftrag für Bodenziele aktivieren und Randale machen. Vielleicht sogar vorab noch einen Booster reinhauen, womit wir zu Tipp Nummer 7 kommen. Booster. Es gibt Booster für Silver Lions Einkommen und für Erfahrungspunkte Einkommen. Diese halten für eine oder mehrere Schlachten und haben unterschiedliche Prozentwerte. Ähnlich wie Aufträge und Wetteinsätze gibt es auch diese Booster in Kisten und beim Einloggen etc. Wenn man die richtig einsetzt, kann man schnell einen Haufen Lions erfahren. Tipp Nummer 8. Tu das nicht. Unter keinen Umständen ist es ratsam, Golden Eagles für Booster im Shop auszugeben und vor allem rate ich davon ab, Golden Eagles für Silver Lions einzutauschen. Hört lieber auf Tipp Nummer 9. Denn Tipp Nummer 9 ist, Premium-Flieger kaufen. Wenn ihr Golden Eagles habt, die man durchaus auch kostenlos erspielen kann, gebt die am ehesten für einen Premium-Flieger aus. Der gibt euch mehr Erfahrungspunkte und Silver Lions Einkommen und idealerweise beachtet ihr bei der Wahl des Premium-Fliegers meine vorherigen Tipps, also mindestens Rang 3 etc. pp. Und Tipp Nummer 10, nur das Nötigste. Viele Flieger benötigen gar nicht den Kauf aller erforschten Modifikationen. Wenn man einem Jäger eh keine Bomben mitnimmt, muss man auch nicht die Modifikationen dafür kaufen. Ich persönlich will eh alle Flieger irgendwann komplett ausgebaut haben, aber wer sparen will, kann auch hier ein wenig Silver Lions einsparen. So, und jetzt zieht los, werdet War Thunder Millionäre in kurzer Zeit. Viel Erfolg damit, bis dahin und wir treffen uns in der Luft.